Stell dir vor, da ist ein Typ, du hast was gegen ihn, du kannst ihm nichts machen. Du kannst ihn weder auf dieser musikalischen Ebene, noch auf der Realness-Ebene, noch auf der, wie nennen sie das immer, Straßenebene. Du kannst ihm einfach nichts machen. Der Typ treibt dich doch zu Weißglut. Dann sitzt er noch ganz in aller Seelenruhe da, redet darüber, weiß auch ganz genau, was in deinem Kopf vorgeht, aber es interessiert ihn einfach nicht. Warum suchst du eigentlich immer oder warum treffen wir uns eigentlich immer an so besonderen Orten? Ist das dein Lifestyle? Na, zum einen, weil ich halt einfach, also zum einen, weil es einfach das Bequemste ist, weil ich einfach so, also sowieso hier bin. Und zum anderen möchte ich halt einfach den Zuschauern einfach ein bisschen was anderes bieten, als jetzt einfach, keine Ahnung, so eine weiße Wand im Studio oder so. Ich finde, also, und ich finde es auch für uns beide jetzt so einfach auch angenehmer, wahrscheinlich hier zu reden, als, keine Ahnung, irgendwie bei, also nicht jetzt gegen Bizarre, aber als schon wieder bei Bizarre im Studio, so, weil es einfach, sieht nicht so spektakulär aus. Ja. Und also ich möchte auch, das ist auch keine Fake-Welt oder so, die wir hier verkaufen. Also ich bin seit, keine Ahnung, 1,5 Monaten oder so hier. Und warum sollte ich das nicht ausnutzen? Warum sollte ich die Leute nicht dran teilhaben lassen? Und ich denke, dass einfach durch solche Kleinigkeiten, dass solche Kleinigkeiten einfach am Ende auch das Verständnis des Gesamtprodukts so unterstützen einfach. Letztes Mal war es über den Dächern von München, diesmal ist es über den Dächern von Berlin. Ja. Letztes Mal, was hast du eben erzählt, ich möchte es trotzdem einmal auf Tape haben. Wir haben Cola Light getrunken. Ja. Aber weißt du, was mich immer daran stört? Weil es jetzt immer, das kommt jetzt so, als hätte ich gesagt, ey Nico, und erzähl mal gleich die Geschichte und so. Wie ich Nein, Mann, sage. Ich hier. Okay. Schwör auf deine Mutter, ich habe nichts gesagt. Ich schwöre, ich will einfach ganz kurz mal über ein paar Zahlen mit dir sprechen. Weil, okay, ganz ernsthaft, ich sitze auch hier und ich gucke mir das Ganze mit an und ich denke mir, alter Schwede. Das ist zwar cool und das ist ja klar, also jeder wird gerne auch sofort und das ist Lifestyle, aber what the heck, wie sieht die Rechnung aus, wenn du hier nach 45 Tagen rausgehst? Und um die Geschichte zusammenzubringen, 16, wie viel, nee, waren 22, 16 Cola Light? In München, ja. In der Größenordnung? In der hier sogar. Das wäre ja noch schön gewesen, die 0,3, 0,2 waren es. 22 oder 21 sowas, also eine Kiste auf jeden Fall. Aber gehört dann auch zum Lifestyle, den man tragen muss? Was heißt tragen muss so? Also ich könnte das Ganze jetzt natürlich auch intelligenter anstellen. Ich meine jetzt, manchmal gehen wir einfach zum Späti und holen dann einfach Getränke von draußen. So, das passiert auch mal. Aber irgendwie dann, das schmeckt halt auch einfach besser aus dieser kleinen Glasflasche. Also es ist so, ich denke, man lebt nur einmal so. Ich habe jetzt das Geld. So. Also ich gebe natürlich nicht alles aus, so, das ist klar. Aber es fühlt sich einfach gut an, auch so diesen Luxus zu haben, halt immer diese kleinen, perfekt gekühlten Flaschen da zu haben. Und so, mir ist natürlich auch klar, dass es völlig hirnrissig ist. So, ich könnte mir wahrscheinlich für das Geld, was ich hier im Jahr liegen lasse, ich könnte mir eine unglaublich gute, schöne, nagelneue Wohnung direkt am Kudamm dafür holen. Aber es ist einfach nicht dasselbe. Man hat nicht diesen Hotelservice, man hat vor allem die Aussicht nicht. Und dafür lasse ich auch gerne einfach mal ein bisschen Geld liegen. Natürlich manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen. Letztens habe ich zum Beispiel Wäsche waschen lassen hier. Ich habe hier schon öfter Wäsche waschen lassen. Ich habe aber noch nie auf die Rechnung geguckt. Und ich habe dann jetzt diesmal, weil es schnell gehen musste, halt in Klammern, das, normalerweise muss man da wie so ein Formular ausfüllen. Ich mache einfach mal einen Zettel hin und sage, bitte waschen. Und habe dann dazu geschrieben, so schnell wie möglich. Und da kam halt da kamen die Klamotten halt 4 Stunden später zurück, gewaschen, getrocknet, gebügelt, alles. Und da dachte ich mir, okay, Alter, wie schnell ging das? Und das hat mich neugierig auf den Preis gemacht. Dann habe ich den Preis angeschaut. Ich werde den Preis jetzt hier auch nicht sagen, weil, also meine Mutter würde eine Woche lang weinen, wenn die wüsste, was halt, das waren einfach eine Jogginghose und 4 T-Shirts oder so. Also es war, manchmal gibt es schon Momente, wo man schlechtes Gewissen bekommt, so, aber alles, was Essen und Trinken ist und so, bin ich eigentlich ziemlich schmerzfrei, weil es ist einfach, man hat einfach auch eine geile Zeit hier. So, Lars kommt vorbei, Bahadir kommt vorbei, Ali kommt vorbei. So, und ich habe einfach auch gar keine Lust, mir jetzt in so einer stressigen Zeit, ne, wo ich dieses Album fertig machen muss, dann mir noch irgendwelche Gedanken machen zu müssen über, wo kriege ich jetzt Getränke her, wo kriege ich jetzt Zigaretten her, wer wäscht jetzt meine Wäsche, wer macht jetzt dies, wer macht jetzt das. Das ist einfach ein Luxus, den man sich dann auch ein bisschen was kosten lässt. Und da muss man durch. So. Und wenn es vorbei ist, dann ist es halt wieder vorbei.
So, dann wird man wahrscheinlich denken, Alter, hätte ich mal von außerhalb Cola geholt und ein bisschen Geld gespart, aber ich arbeite eigentlich mit sehr hohem Druck daran, dass das nie passieren wird. Und deswegen, ach, wir genießen einfach unsere Zeit hier und wie viel Geld das dann am Ende kostet, ist auch einfach, was heißt irrelevant, das ist einfach zweit-, dritt-, viertrangig so. Trotzdem, wenn man so Kommentare unter Posts von dir liest oder Tweets, die dann retweetet werden, dann wollen sie alle unheimlich gerne mal eine Rechnung sehen, so von 30 Tagen Waldorf Astoria. Ja, ich werde es aber nicht machen, weil das ist anbiedernd so. Ey, wenn's, ich verstehe nicht, warum es euch interessiert. Geht ins Internet, guckt euch an, wie viel das Zimmer kostet, dann könnt ihr euch das ungefähr hochrechnen. Und dann könnt ihr halt noch ein bisschen so Spesen dazu. Ich weiß jetzt nicht, was das gekostet hat, was wir jetzt alle hier gegessen haben. Keine Ahnung, aber man kann sich's hochrechnen. So. Da geht's dann wieder um Realness und ach, bestimmt hat er sich nur, mietet er sich immer nur einen halben Tag da rein, weil eine Suite mieten kostet vielleicht nur ein paar hundert Euro. Ja, das ist mir egal. Ich weiß, dass ich hier bin, alle wissen, dass ich hier bin. So, es ist mittlerweile so. Ist eine Institution hier fast schon geworden. Ja. Deswegen, ob dann da irgendjemand so. Genug Stress hast du mit dem Haus ja auch, ne? Habe ich auch den sozialen Medien entnommen. Du meinst das mit dem Campen? Ja, zum Beispiel. Das war, glaube ich, bis jetzt der Höhepunkt. So, das war mit Abstand das Verrückteste von allem, weil wir saßen hier abends und dann ging, also Ali war da, er ging dann runter, wollte nach Hause gehen, ruft mich an und sagt, ey, Dicker, da campen einfach Leute vor der Tür. Nicht so wieder campen Leute vor der Tür. Und er sagt, na, hier sind Leute mit so Dingen, die haben sich Stühle hingestellt und so und alles und Decken und keine Ahnung. Und ich so, okay, warum campen die denn hier? Und er sagt, ja, wegen dir, du Vollidiot. Und dann habe ich so, okay, krass, ich habe aufgelegt. Dann wollte ich das twittern, dass sie abhauen sollen. Dann habe ich aber gedacht, Moment mal, der hat mich bestimmt verarscht. Und wenn ich jetzt irgendwas gesagt hätte, so, ja, ist doch klar, die campen doch wegen mir, dann wäre so zurückgekommen, ja, auf jeden Fall, du Schwuchtel, Alter, und so, auf jeden Fall campen wegen dir Leute und so, haha, Vollidiot, er denkt, hier campen Leute wegen ihm. Und dann Nico war noch da und dann habe ich ihm gesagt, Nico, bitte geh mal runter und schau mal, ob die da wirklich da campen, das kann ja nicht sein. Ja, und dann ist Nico runtergegangen und ruft mich an und sagt, Dicker, hier sind einfach fünf Leute so, die sagen, die warten jetzt so lange hier, bis du runterkommst. Und ja, dann habe ich denen gesagt, ey, sag dir mal, die sollen weggehen und keine Ahnung. Dann sind die auch irgendwann gegangen, ich glaube, die waren auch nur 3-4 Stunden da oder so. Dann habe ich die auch auf Alis Snapchat nochmal gesehen und so. Also, ist aber hier passieren allerlei verrückte Dinge. So, aber das Haus hat ja noch nicht in der Verwarnung ausgesprochen, dass du den Ruf schädigst oder so. Nee, also bis jetzt gab es eigentlich nur... ich kann mir ja schon vorstellen, dass die, wenn dann ein paar Leute reinkommen, die nicht in ihrem Klientelbild entsprechen, so, da war vielleicht der eine oder andere dabei. Wenn ich mir Ali an der Rezeption vorstelle, dann sind die wahrscheinlich als erstes mal... Also bis jetzt gab es nur einen einzigen Anruf mal, dass es zu laut ist. Da war es aber auch wirklich sehr laut und Fenster waren offen und das war irgendwie mitten in der Nacht. Da war das auch okay. Mein Gott, da macht man ein bisschen leiser, macht die Fenster zu. Aber so mittlerweile kennen sie halt die Leute, die auch hier kommen. Und Ali erzählt dann an der Rezeption, also das ist so, die lassen einen nicht hoch, ne? Man muss dann zur Rezeption sagen, ja, Zimmer so und so, ich möchte gerne zu Herrn Schindler. Habe ich gemerkt, harte und, Tür da. Und naja, Ali lässt sich dann halt so, er geht dann halt auf seine Weise so damit um, dass die Leute denken, was will der denn hier? Und er sagt dann, ja, ich bin der Hundefriseur und so. Ja, rufen Sie mal bei Herrn Schindler an und sagen ihm mal, sein Hundefriseur ist da. Und das, also mittlerweile ist fast schon so Ratespiel geworden. Irgendjemand kommt, denkt sich irgendeinen Scheiß aus. Ich bin der Hundefriseur, ich bin der Dildo-Lieferant, ich bin der, was weiß ich, Hundemasseur und so. Also es gab alles schon. Und ich versuche dann quasi über Fragen an den Rezeptionisten, der dann jeweils am Telefon ist, halt rauszufinden, wer da gerade steht. So, also dann frage ich, okay, ist der Typ sehr fett? Dann lachen die, sagen ja. Dann sage ich, okay, dann weiß ich, es ist Ali, ja, lassen Sie ihn hoch. Oder hat der Typ ein sehr unsymmetrisches Gesicht? Dann lachen sie, sagen ja, dann sage ich, okay, das ist der und der, lassen Sie ihn hoch. Und so. Also, wir haben das ganze Ding hier schon ein bisschen vereinnahmt, so, aber bis jetzt waren noch alle, also die lachen auch immer am Telefon, wenn wir so Quatsch machen mit, was weiß ich, oder wenn Lars zum Beispiel kommt, dann sage ich ihm, ey, ich musste heute Passwort ändern und so, dann sage ich ihm, sag mal an der Rezeption, ja, ich möchte Zimmernummer so und so, Herr Schindler, und das Passwort ist Dildo und so, und diese Späßchen halt so, aber die machen das eigentlich auch immer mit. Meistens sind das auch eh Frauen und so. Ich glaube, am Ende sind die dann vielleicht auch mal ganz gut, ganz davon angetan. So, wenn man sonst die Stimmung hier im ganzen Haus so mitkriegt, dann ist ja schon ziemlich viel steife alte Säcke, die hier rumlaufen. Ein bisschen Abwechslung. Ja. Oh, guck mal, ich habe wieder mein Lieblingsbild erwischt. Kannst du das sehen? Das ist mein Lieblingsbild. Ich weiß noch nicht, was daran mich jetzt abschrecken soll.
Ist einfach ein kleines süßes Kind mit einer Zigarette. Okay. Ja, back to topic. Back to topic. Es ist ja, wie du schon beschrieben hast, so vorhin, ich weiß gar nicht, ob das hier, aber mit der ganzen Atmosphäre hier, aber auch ein sehr wichtiger Baustein bei so einer Produktion von so einem Album, oder? Extrem, ja. Also es ist ein extrem wichtiger Baustein. Hier entsteht so gesehen alles. Also mittlerweile haben wir uns jetzt darauf quasi eingearbeitet, dass hier einfach geschrieben wird und vielleicht mal eine Skizze entsteht oder so. Aber es gab durchaus, also im August beispielsweise noch, standen hier noch Mikrofone und Vorverstärker und teilweise standen hier Plattenspieler. Also im Januar, kann ich mich erinnern, hatten wir hier ein komplettes Studio reingebaut. Da gibt es, glaube ich, auch, einige Fotos noch und so. Vielleicht gibt es sogar mal irgendwie ein Making-of von Rowley oder so, weil das haben wir hier drin aufgenommen. Also saß ich da, wo du saßt quasi. Das haben wir hier drin aufgenommen. Und gegen Ende hat sich dann einfach herauskristallisiert, dass es einfach hier am besten ist, einfach um zu schreiben, zu chillen, Ideen zu sammeln, Skizzen anzufertigen und dann doch alles im Studio fertig zu machen. Aber der ganze Flavor hier so und wie sagt man dazu, man ist hier so gepampert oder so, man kriegt alles, was man braucht. Das habe ich auch schon ganz oft gesagt, dass es mir sehr wichtig ist. So, ich habe, wenn ich irgendwie jetzt gerade an einem Album arbeite, möchte ich mir gerne so wenig wie möglich Gedanken darum machen, was ich sonst noch so zu tun habe. Also es fängt schon beim Essen an. So, dann habe ich meinen Stammdings, wo ich immer hingehe. Ich habe auch gar keine Lust, mir zu überlegen, okay, wollen wir heute dahin, dorthin, hierhin. So, ich gehe einfach immer in dieselben Läden und so und versuche einfach, meine gesamte Kraft und Konzentration einfach so in die Musik zu stecken. Und dafür ist das halt einfach extrem wichtig, dieses... Man ist hier halt auch ein bisschen was heißt Gefängnis, also ein sehr schönes Gefängnis, aber man ist so ein bisschen unerreichbar. So, man ist halt, wie gesagt, über den Dächern, man schließt sich hier ein und man weiß, man hat hier alles so, man wird hier nicht verhungern, nicht verdursten, es gibt Zigaretten, so alles, was man braucht. Und man kann einfach rund um die Uhr arbeiten. So, man muss eigentlich gar nicht raus, um irgendwie so seine Bedürfnisse, sage ich mal, zu stillen. Und dazu kommt dann halt noch, dass es hier einfach auch zum Irrenhaus mutiert ist. Also hier sind teilweise Leute zu Gast, unfassbare. Ali hat immer ein Talent für so komische Typen anzuschleppen. So. Die sind dann irgendwie dann nur zur Unterhaltung da, nur zur Belustigung da. So. Bahadi ist ganz oft da, der macht eigentlich nichts. Er hat mit unserer Musik nichts zu tun. So. Also er schreibt nicht, er produziert nicht. Er wird auch nie jetzt irgendwo in den Credits auftauchen, als was weiß ich, hat da mitgeschrieben oder da mitproduziert. Und was aber ist der Job? Ich mag ihn einfach. Dann habe ich halt gerne, wenn er da ist. So. Also ich mag auch Ali einen, dann soll Ali soll auch hier sein. So. Das stört mich nicht so. Ich habe halt sehr oft das Gefühl, dass wenn es so dieses trockene Arbeiten losgeht, dass es dann den Charakter verliert so von wirklich Kunst in dem Sinne. So. Weil dann sitzt man irgendwann nur noch da und überlegt so ganz technisch und steif, okay, wir wollen jetzt das machen und wir wollen jetzt dies machen und arbeitet dann quasi darauf hinaus so auf irgendein Ziel, das man sich im Kopf so zurechtgelegt hat. Und wenn hier aber immer so Leute ein- und ausgehen und so, dann bekommt das Ganze einfach so eine ganz andere Atmosphäre. Ich habe auch so das Gefühl, man kriegt dann direkt Feedback auch so von den Leuten, die jetzt, also er hat jetzt zum Beispiel, er ist ein Musikliebhaber sozusagen, so Schallplattensammler und so ein Zeug. Und ich finde es einfach geil, so dann kriegst du von ihm Feedback und du weißt, okay, der ist jetzt kein Musiker, aber er kennt sich aus mit Musik. So, dann kriegst du von Ali Feedback, der ist jetzt auch im klassischen Sinne kein Musiker, ne? Der kann kein Beat machen oder so, aber er repräsentiert irgendwo einfach auch den ganz normalen deutschen Hip-Hop-Fan, so, der sich jetzt nicht unbedingt für irgendwelche Reime interessiert, sondern der einfach nur einen Song hört und sagt, ey, ist es geil oder ist es nicht geil. Und für das Ganze hier ist das auf jeden Fall, also für das Album ist dieses ganze Konstrukt so aus Wahnsinn und Feedback und Input einfach extrem wichtig, finde ich so. Jetzt hast du das dritte Soloalbum hier vor der Brust, was du fertig machen musst, was dann im November kommt. Und damit steigen von Mal zu Mal auch Erwartungshaltungen und so wie ich dich kennengelernt habe, bei deinem eigenen Perfektionismus ja auch deine eigenen Erwartungshaltung und auch die Fallhöhe so. So, was sind so die Besonderheiten an diesem Album? Also die Besonderheit, es ist nicht... Du hast im Plural geredet, ne? Es sind schon mehrere Besonderheiten. Ja. So. Also es ist zum einen einfach
das nehmen, was mich bis jetzt immer ausgemacht hat und es noch weiter zu perfektionieren, so, dann geht es natürlich darum, neue Einflüsse zu sammeln, sich quasi wie so ein neues Soundbild auch ein bisschen selbst zu erschaffen, weil du kennst mich, ich hatte keine Lust, jetzt nochmal ein FBGM zu machen, weil FBGM war einfach 2014, es war ein geiler Sommer, das war von der Herangehensweise eigentlich eher Mixtape-Charakter so, wir haben einfach geile Beats gepickt und ich habe einfach dann irgendwie im Hotel nachts einfach so einen Song runtergeschrieben und der Film hat gepasst, so die Zeit, die ich damals hatte, hat das Projekt sehr unterstützt, weil ich da einfach gerade angefangen hatte, so die ganze Zeit Restaurants und Hotels und Klamotten und hier und da, das hat einfach alles so, das eine hat dem anderen so zugespielt und dann ist es einfach ein gutes Album geworden. Diesmal will man natürlich so ein Stück weitergehen. Ich habe einfach Sachen gemacht, die ich schon länger machen wollte. Das hat bei Sex ohne Grund angefangen, einfach, dass ich so kurze Autotune-Passagen drin hatte. Ich wollte das schon ganz lange machen, ich habe es aber einfach bleiben lassen, weil ich bei FBGM jetzt auch einfach nicht das Gefühl hatte, dass es notwendig war irgendwo so. Also wenn man das Album so rückwirkend betrachtet, ist das ein rundes Ding. So, klar hat seine Schwächen, hat seine Stärken, so wie jedes Album, aber es hat nie gefehlt und ich habe einfach diesmal versucht, das Ganze nochmal ein Level höher zu pushen, so egal ob es jetzt die Qualität der Reime angeht, so, weil auch wenn Leute das nicht interessiert, mich interessiert das sehr. Ich bin ein bisschen so ein Reimfetischist schon, das müssen jetzt nicht irgendwie 8 Silben sein, aber ich mag es halt, wenn man einfach ästhetische Worte, Nomenreime einfach hintereinander rausschießt, ohne dass jetzt ein Reim dabei ist, den man hätte vorhersehen können, so eigentlich, darum geht es mir so, weil ich glaube, dass trotzdem, auch wenn man jetzt nicht so viel Wert darauf legt, was für ein Reim jetzt als nächstes kommt, dass trotzdem immer geil ist, wenn man so, wow, geil, Alter, so eine kleine Überraschung, immer so ein cooler Reim. Und die Schwierigkeit war diesmal einfach, die Aussage, die Ästhetik und die Qualität der Reime einfach noch ein ganzes Level abzusteppen. So. Und das hat in manchen Fällen einfach Wochen gedauert halt. Also es gibt zum Beispiel, du hast ja jetzt kurz reingehört, es gibt eine Hook von Nico, der auch die Sex ohne Grund Hook gesungen hat. Ich will nicht lügen, ich glaube für die Sex ohne Grund Hook haben wir insgesamt vielleicht so 10 Stunden oder so geschrieben oder 12 Stunden. Und das Problem ist, dieser Sex ohne Grund Song zum Beispiel war ein schmaler Grat. So, weil es sollte irgendwie lustig sein, es sollte aber auch sehr cool sein, so, es sollte auch irgendwie cool wirken. Die Hook sollte irgendwie eingängig sein, trotzdem sollte sie eine coole Aussage haben und auch noch schön klingen, so mit diesen. Und dann hast du sowieso ja immer dieses Deutsch-R&B-Thema, das sehr heikel ist. Und naja, dann, wir haben diesen Sex ohne Grund-Song gemacht und da mussten wir natürlich diese Hook irgendwie toppen. So, und dann saßen wir da und ich hatte eine Skizze von einem Beat einfach, das war quasi einfach ein Sample, das ich auseinandergeschnitten habe, ewig tiefer gepitcht, Hall drauf und so, da ist dann quasi so eine, da ist einfach eine ganz neue Melodie entstanden so daraus. Und dann hatte ich irgendwo in meinem Handy noch so eine Sprachmemo eingeguided, wo ich so in Kopfstimme halt irgendeinen Scheiß, auch nur den ersten Teil der Melodie singe. Und ich saß dann hier mit Nico, wir haben gesagt, okay, lass uns die Hook machen, das und das ist das Thema. Und das hat einfach 7 Tage gedauert. Also 7 Tage lang von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens haben wir an dieser Hook geschrieben. Und das ist zwischendurch halt sehr, sehr frustrierend einfach. Weil wenn du nach 3 Tagen und irgendwie fast 30 Arbeitsstunden da sitzt und du hast zwar irgendwelche Sachen aufgeschrieben, aber du hast keinen einzigen Schnipsel, wo du sagst, okay, das ist aber 100% safe, dann ist es einfach frustrierend so und das nimmt einem dann auch irgendwann die Lust, aber ich wurde eigentlich bis jetzt immer dafür belohnt, so für mein Durchhaltevermögen auch, gerade wenn es in solche Situationen ging und Nico war auf jeden Fall auch so, dass er gesagt hat, ey, so egal wie lange das jetzt dauert und auch wenn es jetzt nicht mein Song ist und eigentlich nur ein Feature für dich und so, ist mir egal so, wir machen das. Na, und nach 7 Tagen stand dann die Hook. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass es einfach eine
der besten Deutschrap-Hooks ist, die es je gab. Egal, ob du jetzt Melodie nimmst oder ob du die Ästhetik der Worte, wie er es ausgesprochen hat, wie er es gesungen hat auch. Er ist auch für mich wahrscheinlich der Einzige, der das so machen kann in Deutschland. Ich bin noch ein oder zwei anderen Kandidaten, die es dann aber einfach anders machen, also sich nicht richtig trauen, so diesen Schritt zu gehen, weil es ist einfach, also es ist ein Song über Sex und die einzigen drei Songs über Sex auf Deutsch, die ich kenne, die nicht peinlich sind, sind von mir. Also. Und es ging einfach darum, so diese Reihe fortzuführen und einfach die beiden Vorgänger so zu übertreffen. Also man hatte dann quasi als letztes Venedig nicht als Blueprint, weil der Song jetzt auch ganz anders ist, aber das war quasi das Maß der Dinge und dementsprechend schwer waren dann halt auch die Strophen so zu machen, so, weil ich weiß im Endeffekt, also ich weiß, was ich sagen muss, so damit eine Frau dann sagt, oh ey, der Song ist geil, aber das Problem ist, diese Aussage zu treffen, die Ansprüche, also meine Rapper-Ansprüche, ne, die Technik und so, dem trotzdem noch gerecht zu werden. Und das alles im Gesamtpaket, das ist so das, was es einfach unfassbar schwierig gemacht hat. So, und dieses Ding mit den Hooks und den Melodien, so, das zieht sich durchs ganze Album durch. Und halt eben auch immer die Problematik, dass man einfach halt im Zweifel dann tagelang an einer Hook sitzt, die nicht mal eine Single wird oder so. Weißt du, was ich meine? Das ist so frustrierend teilweise, aber am Ende lohnt sich's eigentlich immer. Ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwann gesagt hätte, komm, scheiß drauf, lass aufhören. So irgendwann kommt es dann und dann ist man einfach so dankbar dafür, dass es da ist. Und dann denkt man sich auch, Alter, scheiß drauf. So, also für diese Hook, ich hätte auch einen Monat dran gesessen. Ist am Ende ja schon aber, dass so das Soundbild sich verändern muss, damit das Album sich auch von den anderen abgrenzt. Ja, durchaus, ja. Und das ist dann die größte Herausforderung? Auch einen komplett neuen, also, ja, Zeitgeist, State of Art für dich zu finden oder versuchst du auch immer besonders an Zeitgeist und so dran zu bleiben? Ist das wichtig beim Findungsprozess? Also das heißt versuchen, ich versuche es jetzt nicht bewusst, ne? Ich versuche jetzt nicht auf Teufel komm raus, so ich muss jetzt dies oder das machen. Ich hatte zum Beispiel, der Ali-Song ist jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig, aber da gab es so einige Ideen, die halt gar nicht State of the Art sind. So. Da gab es eine Idee von einem so Ende 90er Bad Boy Sound, dann gab es so eine Idee, ob man so einen G-Funk-Song macht mit ihm und so. Was es dann am Ende wird und so, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. So. Und natürlich ist das beeinflusst von aktuellen Sachen, die ich feiere. Kannst du mir erklären, was der aktuelle State of the Art ist? Nee, das kann ich dir nicht erklären. Weil ich habe mit dem State of the Art nichts zu tun. Also es geht um meinen Geschmack einfach. Ne? Und ja. Ich fand zum Beispiel auch, das letzte Drake-Album war einfach nicht mein Ding. Ja. Das ist für mich auch nicht State of the Art, soll es aber auch, glaube ich, gar nicht sein. Ich glaube, das, was die Leute jetzt gerade als State of the Art bezeichnen, ist das, was Flair zum Beispiel macht. Ne? Mhm. Das hat aber eigentlich mit State of the Art nichts zu tun, weil es ist einfach nur ein Sound. So, also es ist auch gar kein Hate jetzt oder so, ne? Es ist ein super Album, aber das ist meiner Meinung nach nicht State of the Art, weil ich weiß nicht, ob man State of the Art überhaupt noch definieren kann, weil es mittlerweile so viele Soundwelten und Soundrichtungen gibt, die alle parallel funktionieren können, ohne dass man jetzt sagt, okay, es muss jetzt alles wie das klingen, es muss jetzt alles wie das klingen. Deswegen ist es für mich schwer zu sagen, was für mich State of the Art ist und ob mein Album State of the Art ist. Also mein Album ist von aktuellen Sachen genauso beeinflusst wie von älteren Sachen. Nur das Problem ist halt, diese älteren Sachen haben die Leute dann auch gar nicht mehr im Kopf. So, die wissen nicht mehr, wo sie das gehört haben. Wenn sie jetzt was bei mir hören, was sie irgendwo anders aktuell gerade schon mal gehört haben, dann fällt es denen natürlich viel eher auf. Aber ja, kannst du die beiden fragen? Alter, wir haben, was weiß ich, Naughty by Nature Sachen gehört, die ersten Mace Sachen und so viel gehört. Natürlich auch aktuelle Sachen viel gehört. So. Wenn man R&B-Flavor reinbringen will, dann sind so, ja, Mace und Naughty by Nature Sachen auch gut gesehen, auf jeden Fall. Safe, ja. Das war so. Also wie gesagt, die Inspiration ist überall. So. Die muss jetzt nicht, ich habe jetzt nicht einen bestimmten, okay, das ist jetzt State of the Art, das nehme ich jetzt, interpretiere das für mich ein bisschen neu und ziehe das dann auf Albumlänge durch. Also die Songs sind auch alle völlig verschieden. So. Also der einzige Song, der so vielleicht
richtig aktuell ist, wo man sagen würde, ist Rowley. Und der ist auch schon wieder, habe ich den gemacht im Januar oder so. Du hast ja eigentlich auch durch alles, was du so in den letzten Jahren gemacht hast, hier in Deutschland, dann ja, und das ist ja dann der Erfolg, den du dann am Ende auch feiern kannst, ja dann doch eher so immer ein bisschen so Trends gesetzt, möchte ich fast sagen. Oder zumindest jetzt immer so. Du musst aber aufpassen, nicht, dass Flair sich einmischt. Ja, also, ja. Schöne Grüße. Okay. Schon, aber sagen wir so, eine Formulierung, auf die wir uns dann alle einigen können, ja. Schon sehr beeinflussend für das, was da draußen passiert ist, sowohl stilistisch als auch musikalisch gewirkt. Das heißt, dieser Kampf in Anführungsstrichen gegen den Zeitgeist, das ist dann sogar eigentlich fast eine Aufgabe, oder? Also, dass es eben nicht klingen darf wie das, was man hat. Weil ich meine, im Zweifel in der Vergangenheit hast du ja sogar ab und zu mal so Vorwürfe gekriegt, dass es mal so klang wie, was dann ja aber, wenn wir dann auf dem deutschen Markt sind, wieder auch im Prinzip ja gang und gäbe ist, dass sie sich alle irgendwo inspirieren. Und in diesem ganzen Wulst musst du ja dann irgendwie eine Rolle für dich finden. Und dann gerade, wenn das dritte Album kommt und noch mehr Blicke drauf sind und du auch hier offensichtlich noch mehr mit dir zu kämpfen hast, um dann etwas zu finden, was bleibt. Also, was heißt Kampf? Ich habe mich eigentlich relativ frei gemacht von dem Ganzen. So, weil auch egal, was irgendjemand irgendwo jetzt geschrieben hat über das letzte Album, wusste ich immer, wie es entstanden ist und so. Und es war nie so, dass wir irgendwas Copy-Paste so gemacht haben. So, es war immer irgendwo auch eigenständig. Natürlich war es teilweise angelehnt einfach an aktuelle Sachen, aber also ich selber habe mir noch nie einen Vorwurf gemacht. Ich habe mir auch nie einen riesigen Kopfwitz darum gemacht. So, wir haben uns einfach davon frei gemacht. Die Einflüsse sind halt so, wie sie sind. So, ich kann jetzt auch nicht auf Teufel komm raus meinen Geschmack verändern, nur um dann irgendwelchen Leuten gerecht zu werden. So. Und was du sagtest, dass ich Sachen beeinflusst habe, das finde ich nämlich gar nicht. Weil ich glaube dann, also ich glaube, dass ich Jugendliche sehr beeinflusse. Ich sehe da schon so den einen oder anderen, der auch so vom Gefühl her äußerlich dann doch sehr... Also aber so doch keine Rapper. Einen oder anderen habe ich da, vielleicht interpretiere ich das jetzt falsch, aber... Korrigiert okay, also, mich da draußen. Ich habe oft Sachen gehört, wo ich sage, ah, okay, cool, so, die haben auf jeden Fall gepeilt, was wir gemacht haben, wissen, dass es vielleicht gut ist. Vielleicht ist es so die gleiche Inspirationsquelle. Das auf jeden Fall, ja, das auf jeden Fall. Aber ob das dann jetzt auf meine Kappe geht oder nicht, das wissen halt auch nur die jeweiligen Künstler selbst. Was ich bemerkt habe, ist, dass Leute dazu neigen, kürzere Parts zu haben. Das habe ich bei NWA schon gemacht. Das hat sich irgendwie, weiß nicht, ob man etabliert sagen kann, aber ich habe es auf jeden Fall danach vermehrt gehört und das war früher eigentlich undenkbar. So, es war immer 16er, sonst ist es kein Rap-Song. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt, aber ich habe bemerkt, dass viele Leute einfach gepeilt haben, dass es mehr Sinn macht, sich ein Produzententeam zusammenzustellen und ein komplettes Projekt in einem Team durchzuarbeiten, als jetzt einfach, keine Ahnung, sich 400 Beats schicken zu lassen und dann 14 davon auszusuchen. Ob ich das jetzt beeinflusst habe, ob ich das etabliert habe, ich weiß es nicht. Aber es ist ja nichts Neues am Ende. Ich weiß auf jeden Fall, dass es vermehrt jetzt wieder auftritt. Ich finde es auch gut. Ja, vor allem hat das ziemlich viele große Klassiker der Rap-Geschichte halt einfach auch entstehen lassen. Dieses 20 verschiedene Sounds auf ein Album packen hat noch nie dazu geführt, dass ein Album auch noch nach 3 Jahren gehört wird. Aber deine Nummern, oder das nehme ich ja auch deinen Prozess hier, sind ja offensichtlich alle darauf ausgelegt, dass man sie auch noch hören mag, wenn das Album 2 Jahre alt ist. Eben, und ich denke, dass ich das mit den letzten beiden Alben auf jeden Fall auch geschafft habe. Also ich höre natürlich jetzt den einen oder anderen Song höre ich lieber als, keine Ahnung, ich höre zum Beispiel FBGM höre ich lieber als NWA. Das heißt jetzt nicht, dass NWA schlechter ist, so, aber ich habe dann wahrscheinlich mit dem Album einfach die Verbindung, ich habe einfach eine bessere Verbindung zu dem Album, weil ich einfach da, also dieser FBGM-Sommer war mit Abstand der beste, geilste Sommer meines Lebens. Auch wenn die Suite damals noch nicht so groß war und das Portemonnaie noch nicht so dick und so, der Lifestyle war im Prinzip derselbe. Und das war das erste Mal, dass ich einen richtigen Hype auch gespürt habe, so, dass Leute mich angesprochen haben und richtig, Mann, wann kommt es endlich und so. Und deswegen bin ich da damit einfach mehr verbunden. Ich denke, dass auch sehr viel damit zu tun hat, so was die Leute dann mit dem Album verbinden, wenn sie es hören, ob sie es dann in 2 Jahren noch hören können, weil sie hören dann irgendwelche Songs, wenn sie, keine Ahnung, das erste Mal ihre Freundin ficken oder so. Egal wie gut oder schlecht dieser Song ist, sie werden für immer, wenn sie diesen Song hören,
daran denken, wie sie ihre Freundin gefickt haben. So. Und deswegen feiern sie den Song. Aber an sich lege ich einfach Wert darauf, dass also der Perfektion so nah wie möglich zu kommen. So, ne? Also ich habe natürlich beschränkte Fähigkeiten, so, weil ich bin ein Mensch. Meine Stimme klingt, wie sie klingt. Wenn sie jemandem nicht gefällt, kann ich nichts dafür. Ich habe einen bestimmten Geschmack. Wenn der jemandem nicht gefällt, kann ich auch nichts dafür. Aber für das, was ich tue, streben wir immer, egal ob das eine Single ist, egal ob das ein Bonustrack ist, egal was das ist, ob das von mir aus nur eine Hook ist, für die ich am Ende nicht mal die Lorbeeren ernte, weil ich sie nicht selber singe. Wir streben immer nach Perfektion in dem gesamten Prozess. Und das ist das, was es so anstrengend werden lässt und was es so, also es laugt einen aus. So. Man merkt die psychische Geschaffenheit, so von psychische Gefühl von ich bin kaputt, sich irgendwann auf den Körper überträgt, obwohl ich eigentlich nur den ganzen Tag auf dieser Couch lag. So. Und das ist halt das, was einen schlaucht so am Ende. Du hast vorhin auch gesagt, es war dir wichtig, das Album, und das höre ich nämlich, ne, kein Front jetzt, soll ich jetzt nicht falsch verstehen, aber ich höre als erstes immer diesen Satz, wir wollten auf jeden Fall das Level vom anderen, also wir wollen es aufs nächste Level heben, das Album davor. Mhm. Diesen Satz höre ich oft. Und ich weil es auch jeder versucht, hoffe ich mal. Genau, ja, natürlich, denke ich, das ist auch der Anspruch, aber ich stelle mir mal konkret vor, wie das ist. Liegt das einfach auch daran, dass du über die Zeit, wenn du auch selber sagst, das zweite gefällt dir besser als das erste Album, dass du auch einfach selber immer besser wirst und immer mehr von dem, jetzt in Anführungsstrichen, auch verstehst, was du da machen willst? Ich glaube, das gehört auch ein bisschen zum Prozess. Weil auf der einen Seite hat man eine Idee, die Umsetzung ist aber vielleicht nicht immer gleich also mit der Idee, die man hatte. Verstehst du, was ich das meine? Das ist halt das Traurige an der ganzen Sache. Und deswegen sage ich auch immer, dass Venedig mein bis dato, ne, also ich glaube, auf dem Album ist ein Song drauf, der ist besser als Venedig. Aber bis zu diesem Zeitpunkt Venedig der einzige Song war, der in meiner Fantasie, als ich ihn mir vorgestellt habe, genauso geklungen hat, wie er dann am Ende, als er aufgenommen, gemischt, gemastert war, geklungen hat. So, das war das erste Mal für mich, dass ich diese 100% erreicht habe von Übereinstimmung, Fantasie und Realität dann am Ende. Mir geht es halt darum, diese Frage zu beantworten, was das wirklich bedeutet, aufs nächste Level zu heben. Beim ersten Album ja offensichtlich, hast du eine Idee, kriegst sie einigermaßen gut für dich umgesetzt. Ich rede jetzt ein bisschen hart, aber du weißt, was ich meine, kriegst sie einigermaßen gut umgesetzt. Nächstes Album hast du wieder eine Idee, kriegst sie noch besser umgesetzt. Nur so funktioniert es. Heißt das, du wirst auch selber immer besser in allen deinen Möglichkeiten, Dinge umzusetzen? Natürlich wirst du besser, definitiv. Du wirst auf jeden Fall, du wirst besser im Schreiben, du wirst besser im Einrappen, du bist einfach. Ich weiß nicht, ob es besser ist, aber du bist auf jeden Fall routinierter und mehr on point. So. Und für alles andere, wenn du merkst, dass du, keine Ahnung, zum Beispiel, ich merke, ich stoße mit meinen Drums an meine Grenzen, okay. So, dann hole ich mir halt ein OZ dazu. Wenn ich merke, ich stoße mit meinen Reimen an meine Grenzen, so, es wird einfach nicht besser oder ich finde keine besseren und nicht mehr Reime, dann holt man sich ein Lars dazu. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Wenn ich merke, ich kann ganz alleine zu. Also NWA war so, dass ich sehr viel alleine gemacht habe. Mhm. Bei FBGM haben wir das schon ein bisschen mehr so aufgeteilt, also vor allem die Beats. Aber diesmal wollte ich halt, um das zu gewährleisten, dass ich auf jeden Fall das höchste Level an allem abliefere, egal ob es jetzt Reime sind, Songideen, Drums, Samples, Beats, Gesangshooks. Um das Ganze zu gewährleisten, das absolute Maximum an Qualität, das mir zur Verfügung steht, habe ich mir halt einfach dieses Team zusammengestellt. So. Ob das mich jetzt schlechter macht, weiß ich nicht. Ob es mich besser macht, weiß ich auch nicht. Aber es schafft einfach am Ende ein besseres Endprodukt. So. Und das ist das, wofür der Kunde am Ende Geld zahlt. So. Wenn man mir das übel nehmen will, soll man mir das übel nehmen. Ist mir eigentlich egal. So, jeder weiß das. Ich kann es schreiben. So. Also ich kann ein Album, ich kann dir auch 5 Alben schreiben, ich kann dir 8 Alben schreiben. So. Aber ich wollte einfach diesmal gar nichts anbrennen lassen. So. Ich wollte einfach in jedem Bereich, egal was du jetzt nimmst, ob du das Mixen nimmst, ob du die Beats nimmst, Drums, Texte, ich wollte einfach Perfektion erreichen. So. Weil es hat mich schon angekotzt, dass ich schon zweimal versucht habe und nicht Perfektion erreicht habe.
Dann habe ich gedacht, okay, diesmal werde ich es schaffen. Und wenn ich das alleine nicht auf die Beine stellen kann, dann hole ich mir ein Team. Und man muss auch einfach mal über sein Ego hinwegschauen und einfach mal zugeben, dass OZ bessere Drums macht als ich. Warum soll ich dann OZ keine Drums machen lassen? Warum soll ich nicht einfach einen ganzen Beat nehmen? So den, der Rolly Beat, ich habe den gehört, ich weiß noch, er kam zu uns auf Tour, da waren wir in Zürich. Er hatte mir einen USB-Stick mitgebracht, ich habe den in meinem Laptop gesteckt, da waren 14 Beats drin. Und der Rolly Beat war direkt der erste. Und ich habe den auf meinen Kopfhörern angemacht, ich habe gehört, 15 Sekunden, hat gesagt, okay, nehme ich safe. Und er sagt, ja, ich wusste, dass du den safe nimmst, deswegen ist er auch Nummer 1, weil ich einfach 100% sicher war, du nimmst den. Und also durch diese Gruppendynamik, so, ne, der hat dann die Idee, ich habe diese Idee, der wirft nochmal da was ein. OZ schickt aus Amerika nochmal eine andere Snare, nochmal eine andere Kick. Wird einfach das ganze Ding so beflügelt und bringt es automatisch irgendwie aufs nächste Level, so, weil ganz fernab von Ansprüchen, die man hat und so, bringt dieses Arbeiten im Team einen selbst auch auf ganz andere Gedanken, die man, wenn man alleine hier gesessen wäre und gesagt hätte, ich mache jetzt einen kompletten Song vom Beat bis Text bis Aufnahme, bringt diese Gruppendynamik einfach einen selbst auch voran, so. Also ich glaube, dass wenn ich dieses Album alleine gemacht hätte, abgesehen davon mal ganz außer Betracht gelassen, ob es besser oder schlechter geworden wäre, ich wäre nicht besser gewesen nach diesem Album. Also ich bin jetzt besser, als wenn ich das Album alleine gemacht hätte. So, und das ist doch auf jeden Fall schon mal fürs nächste Album auch oder fürs nächste Projekt, was auch immer das jetzt sein mag, einfach mal eine gute Grundvoraussetzung und ein guter Bonus, den man aus dieser ganzen Sache mitgenommen hat. Ich spreche gerne in Interviews, wenn oder auch sonst, wenn es darum geht, bei Künstlern Qualitätssteigerung zu bemerken, auch immer noch von Hunger, der für mich das entscheidende Merkmal ist. Qualität, Bausteine, so, das ist immer die eine Sache. Aber ja, wenn der Künstler selber keinen Hunger mehr hat, sich verbessern zu wollen, dann verliert so das Gesamtprodukt. Und den hast du ja offensichtlich, ich meine, aufgrund der Reden und das Anstreben von Perfektion, die du wahrscheinlich nie erreichen wirst. Sorry, sag aber sowas nicht. ist ja nun mal so, dass das ein sehr schwieriges Ziel ist. Ist ja das, was offensichtlich da antreibt. Ne? Aber ist es das, was dich antreibt, diese Perfektion, oder ist es noch mehr, was so offensichtlich den Hunger in dir immer am Leben erhält? Also zum einen, wie gesagt, es ist diese Perfektion, das steht fest. Aber ja, Entschuldigung, falls ich es da ist jetzt... Es ist nicht Geld oder so, ne? Es ist nicht, ey, wenn ich jetzt aber noch so und so viel Platten mehr verkaufe, dann habe ich noch so und so viel Geld mehr, dann kann ich vielleicht nächstes Mal Präsidenten-Suite chillen, einen Monat oder so. Die ist noch hier drüber, ne? Zwei Stöcke drüber, ja. Ein Stock direkt drüber sind noch zwei Suiten und dann ist noch ein. Es ist einfach die Anerkennung, so, nach der man strebt, so man will. Also ich wollte schon immer, also auch als ich 13 war und angefangen habe oder 12 war und angefangen habe zu rappen, wollte ich schon immer der Größte sein. Und ich bin noch nicht der Größte, ich weiß auch nicht, ob ich irgendwann der Größte sein werde, aber ich arbeite so hart es geht darauf hin, so, weil wenn ich irgendwann aufhöre und nicht der Größte geworden bin, dann habe ich halt keinen Bock mehr, auch die Vorwürfe zu machen, so, ja, okay, du hast jetzt auch nicht wirklich so alles dafür getan, der Größte zu werden. Und ich glaube, darin liegt mein persönlicher Hunger, so. Also natürlich, ich habe auch schon ganz oft gesagt, ich habe Angst davor, dass das alles wieder zurückgeht und Geld ist weg und man muss den Lifestyle runterschrauben und so. Darauf, das ist natürlich auch ein Antrieb so, aber das würde ich nicht als Hunger bezeichnen. Das ist einfach nur so eine Angst, die man permanent im Hinterkopf hat. Glaube ich, ist das, ja. Genau, aber der Hunger, da geht es eigentlich größtenteils so um Anerkennung einfach. Anerkennung, Status, das Level zu halten, sich selber etwas zu beweisen. So, weil du sitzt halt da, du siehst XY und denkst, ich bin tausendmal krasser. Und das redest du dir ein. Nur das Problem ist, wenn du es dir selber nicht beweist, dann sitzt du irgendwann da und denkst, vielleicht bin ich doch nicht so krass. Und ich habe gar keinen Bock, überhaupt diesen Gedanken zu haben, dass ich nicht der Krasseste bin. Deswegen versuche ich einfach, so gut es geht, der Größte zu sein, der Beste zu sein. Und das ist auch mein einziges langfristiges Ziel. Mir geht es nicht um... Ich meine, okay, wenn du irgendwann der Größe bist, bist du sowieso Millionär, aber mir geht es nicht darum, irgendwelche
okay, ich muss jetzt diese 200.000er-Grenze knacken, damit ich Platin bekomme, oder ich muss jetzt das Projekt machen, oder ich muss ein Buch schreiben. Es geht einfach nur darum, in der allgemeinen Anerkennung der Größte zu sein. Das ist mein Hunger eigentlich. Das ist ganz interessant, weil auf der anderen Seite du ja gerade, also finde ich dann in der Diskrepanz, in der Wahrnehmung jetzt szenenintern und das, was dann so dann der erste Feedbackpunkt ist, den man so als Rapper hat, ja oft damit zu kämpfen hast, habe ich das Gefühl. Wenn man nämlich Zahlen, wenn man sie kennt und Zahlen vergleicht und den Maßstab an das Produkt dazu nimmt und den Hype, den Künstler innerhalb der Medien oder auch der sozialen Netzwerke hat, so, ist oft immer mal so eine Kritiknote in deine Richtung dabei. Und ich weiß nicht, nimmst du das so wahr, dass man dich manchmal noch nicht so ernst nimmt? Ja, nehme ich durchaus wahr, aber es ist mir auch einfach egal. Ich weiß auch, woran es liegt. Ich bin einfach nicht laut. Ich könnte auch einfach jetzt sitzen in die Kamera und sagen, ey, ob ihr wollt oder nicht, das ist das meisterwarteste Album des Jahres. Es ist das gehypteste Ding. Aber ich brauche das nicht jedem die ganze Zeit unter die Nase zu reiben. So, ich weiß das für mich. Mach doch nochmal kurz in die Kamera. Nee, sorry. Hype haben wir es schon. Ich weiß das für mich. Die Leute, die hier arbeiten, wissen das. So arbeiten wir auch an dem Projekt. So, mit diesem Anspruch oder mit dem Hintergedanken, ey, alle schauen darauf. Und ich muss das, wenn Schwanz XY da irgendwo was schreibt, das für sich nicht wahrhaben will, ist mir das eigentlich relativ egal. So. Weil tief im Innern wissen die es auch, sie schreiben es nur nicht auf. Ja? Ja. Und es ist auch das erste Mal, muss auch mal gesagt werden, das erste Mal seit Bushido, dass jemand Jugendliche in ihrem gesamten Denken, Tun, Kleidung, Lifestyle, sogar ihre Ziele so beeinflusst, wie ich es tue. Das hat auch noch nie jemand geschrieben. Aber es weiß jeder. Ihr braucht es nicht aufzuschreiben. Ich weiß es und deswegen ist es auch okay. Ich muss jetzt nicht hier rumsitzen und rumschreien, dass es das größte Album Dings ist, dass es das beste Album der letzten Jahre ist. Machst du gerade insofern. Ja, du kannst es rausschneiden. Das war ein super Cut, den kann man im Prinzip genauso alleine für sich stehen lassen. Ach so, du nimmst es dann in deine. Ah, das ist raffiniert. Ja, genau. Ne? Martin, sagst du? Vom Statement her geht das klar, ne? Ja. Aber es ist, ich glaube, es ist am Ende so eine Mischung aus, wie soll man sagen, so eine Arroganz, Selbstvertrauen und dann doch dem Streben nach Perfektion, von dem du geschrieben hast, das wahrscheinlich diesen Mix daraus macht. Aber dieses leise Sein, von dem du gerade geschrieben hast, so, ne? Hältst du das immer durch? Nee, ich lasse es manchmal in der Mucke dann raus. Ja? Also du hast ja den einen Song, der ist schon, da habe ich das schon ein bisschen, aber auch nicht in dem Ausmaß so, aber Es ist einfach ein Level erreicht, das sage ich auch auf dem Album ganz klipp und klar. Und das kann mir auch niemand absprechen, so ob es, ich sage es ja auch, ob ihr wollt oder nicht. Es ist so. Und ihr braucht es nicht aufzuschreiben, weil ich weiß es, die Leute draußen wissen es, die Hörer wissen es. Auch wenn es ihnen nicht gefällt oder nicht gefällt, es ist einfach ein Level erreicht, so. Das kann man auch nicht mehr in Geschmack messen oder in Rap-Technik oder in Flow. Es ist einfach das Gefühl von der Sache so. Die Zahlen sprechen sowieso für sich. Und ich bin einfach in einer Liga angekommen, wo man wahrscheinlich auch danach mich immer noch nicht zu dieser Liga dazuzählen wird. Aber es ist alles okay, weil ich weiß es selber, dass es so ist. Und die Leute, die mit mir arbeiten und bei denen mir das wichtig ist, dass sie mir das sagen, Dicker, es ist so, du hast das und das gemacht, bla. Die sagen mir das und die wissen das auch. Und ob dann, keine Ahnung, Alter, irgendjemand irgendwo sitzt und eine Review schreibt oder einen Blog macht über die Releases, die noch erscheinen werden dieses Jahr, ob der das dann sagt oder nicht. Oder das sind ja auch manchmal Künstler, die dann sich an dir reiben oder sich an dir reiben wollen oder ein bisschen Ärger machen wollen. Ich weiß. Mit dem Wort Künstler wäre ich erstmal vorsichtig. Willst du, ja, Rapper aus Deutschland, wenn du dich damit wohler fühlst, aber müssen wir auch im Zweifel nicht drüber reden und nicht drüber reden willst. Aber es ist ja insgesamt schon so, dass man, ich glaube, je größer man wird und je mehr Erfolg man hat, natürlich immer mehr Leute dann auch gerne versuchen, einen zu testen und einen so ein. Aber was gibt es denn bei mir zu testen? Ja, was weiß ich. Also, was gibt es bei mir zu testen? So, ich habe nie jetzt auf irgendeinem Song gesagt, dass ich irgendwo vorbeikomme und jemanden absteche, so. Das, was ich sage, kann man gerne testen. Kommt her, guckt, ob ich hier bin. Keine Ahnung, wenn ihr mich an der Ampel erwischt, so, googelt, was der Wagen kostet, googelt, was die Schuhe kosten, googelt, was die Jeans kosten, so.
Ich habe nie irgendwas gesagt oder den Leuten verkauft, was ich nicht bin. So, bei NWA war ich einfach in Anführungsstrichen noch ein Jugendlicher, obwohl ich eigentlich dafür zu alt war, ein Jugendlicher zu sein. Aber ich war ein Jugendlicher, der bei seiner Mutter gewohnt hat, sein Frühstück serviert bekommen hat, ein bisschen Geld gehabt hat, irgendwie mal da und da rumgekommen ist, einfach Spaß gehabt hat. Das war ich zu der Zeit auch. Bei FBGM war ich ein junger Typ, der zum ersten Mal in seinem Leben richtig Kohle gesehen hat so, und Freude daran gefunden hat, die Kohle auszugeben. So, und jetzt bin ich einfach ein Typ, der sich daran gewöhnt hat, die Kohle auszugeben. Und der einfach ein gewisses Bild von sich selbst in der Öffentlichkeit so durchgesetzt hat, das einfach dem entspricht, was hinter der Kamera ist. Also, ich weiß nicht, man kann jetzt schlecht schwenken, so, aber hinter der Kamera sieht es genauso aus, wie man denkt. Es ist einfach extrem viel Essen vom Zimmerservice, Pancakes sind da, Zigarettenschachteln liegen rum, so. Also, ich wüsste nicht, was es bei mir zu testen gibt, was nicht offensichtlich ist, dass ich es erfülle, so, weißt du, was ich meine? Deswegen sollen sich Leute an mir reiben, so, und für diese anderen Ebenen, die dann gerne da mal, wenn man halt auf der musikalischen Schiene sich dann mit jemandem nicht messen kann, gibt es ja dann diverse anderen Ebenen auch noch so, da gibt es dann auch diverse andere Menschen, die sich dann darum kümmern, so, und auf der Ebene kann man sich dann auch nicht messen, und dann ist halt jemand wie ich einfach in Anführungsstrichen unantastbar, und das bringt Leute auf die Palme, Alter, ist doch klar. Stell dir vor, da ist ein Typ, du hast was gegen ihn, du kannst ihm nichts machen. Du kannst ihn weder auf dieser musikalischen Ebene, noch auf der Realness-Ebene, noch auf der, wie nennen sie das immer, Straßenebene, du kannst ihm einfach nichts machen. Der Typ treibt dich doch zu Weißglut. Dann sitzt er noch ganz in aller Seelenruhe da, redet darüber, weiß auch ganz genau, was in deinem Kopf vorgeht, aber es interessiert ihn einfach nicht, weil er Besseres zu tun hat, viel Besseres zu tun hat, Wichtigeres auch zu tun hat, und zwar sein drittes Album rauszubringen und den Ansprüchen gerecht zu werden, vor allem seinen eigenen Ansprüchen. Trotzdem gibt es bestimmt Dinge, die dich ab und zu noch mal wirklich dich treffen oder sowas, ne? Also Vorgespräch. Ja, ist die Frage vorbei? Oder wolltest du noch was machen? Mach du mal. Natürlich gibt es manchmal Dinge, die mich aufregen, so, aber das sind auch so, also im Endeffekt die meiste Zeit lachen wir eigentlich darüber, weil klar, man regt sich im ersten Moment auf, weil XY hat das gesagt oder Medium XY schreibt so und sowas. Man regt sich auf, wenn man denkt, ey, ich habe niemanden von euch was getan, so, ich war eigentlich immer nett zu euch, aber okay, wenn es so ist, dann ist es so. Ich brauche auch niemanden. Ne? Ich brauche nicht irgendwelche Cover, das weißt du selber. Ich brauche nicht irgendwelche, ich brauche keine Interviewformate, um mich selber zu promoten. So. Ich habe meine Kanäle, Bushido und Ali haben ihre Kanäle, Arafat hat seine Kanäle, und das hat mehr Reichweite als, keine Ahnung, also jetzt nichts gegen dich, aber... Alles cool, ist ja richtig. Wir haben mehr Punkt. Reichweite, ich alleine habe wahrscheinlich mehr Reichweite als du, so. Aber... Punkt, das stimmt. Ist auch gar kein Angriff, so, du bist ein, aber ist auch irgendwo normal, du bist ein Medium, du kannst jetzt keinen wirklichen Hype kreieren oder so. Aber, ja, also zum größten Teil lacht man darüber. Natürlich regt man sich manchmal auf, aber wenn einem dann, keine Ahnung, 2 Minuten später klar wird, dass keines dieser Probleme einem irgendwie was anhaben kann oder mich in meinem Tun irgendwie stoppen, stören oder behindern kann, dann ist eigentlich auch alles wieder egal. Aber nervt es dich, wenn du in einem Voting-Battle verlierst? Wenn ich einen Voting-Battle verliere? Wenn du in einem Voting-Battle von... Was heißt... ja, doch, natürlich nervt es. Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Natürlich nervt es. Aber selbst da denkt man sich am Ende so, weißt du, man... Das Voting-Battle spiegelt nicht die Realität wider. So. Deswegen. Ich merke schon. Kann man auch. Ich merke schon, selbst da ist da nichts zu greifen am Ende. Doch schon. Man regt sich schon auf, weil man denkt sich, ey, das kann doch nicht sein. Das ist gerade euer Ernst. So. Aber ja, wie gesagt, so man im zweiten drüber nachdenken, ist es dann immer so, ach. So. Passt dann im Zweifel in das Selbstverständnis, das du von dir selber auch beschrieben hast, auch im Prozess zum Album? Real Talk, wie weit sind wir? Wie weit bist du?
Wir haben jetzt, was haben wir, Mitte September? Wir haben Mitte September. Ich muss am 6. Oktober abgeben. Und es fehlt noch die Hälfte des Albums ungefähr. Aber es gibt überall schon bestimmt also Schritte, also so Skizzen oder. Das schon, man weiß also was man noch vor sich hat. Ja. Man weiß, wo man hin will. So. Und ich weiß auch, dass wenn man das jetzt durchzieht, die nächsten 2-3 Wochen noch seine Zeit gut managt und so, dann wird das auch ein Top-Album am Ende. Es wird ein rundes Album. So. Das ist nicht die Frage. Also es klappt am Ende immer irgendwie. Das Ding ist nur, es kommen dann halt noch Sachen dazu, wie dann Videodrehs, dann jetzt wieder nichts gegen dich, aber dann hat man ein Interview, dann muss man dahin, dann muss man hier noch Sachen klären, weil irgendwo ist auch das Ganze dann doch irgendwo noch ein Geschäft so. Dann hat man natürlich noch andere Sachen nebenbei zu erledigen. Mein Steuerberater nervt seit 4 Monaten, dass ich irgendwelche Belege endlich einreichen soll, was ich immer noch nicht gemacht habe. Lauter solche Sachen. Man hat überall so nebenbei noch ein bisschen Stress und das ist eigentlich das, was die Arbeit zusätzlich noch erschwert. Und natürlich neben dem eigenen Anspruch, dem Qualitätsanspruch und so, kommt dann halt eben noch diese ganzen Kleinigkeiten dazu. So. Das nervt, aber so, was will man machen? Das bringt es irgendwie mit sich. Ich versuche halt, das so wenig wie möglich einfach den kreativen Prozess beeinflussen zu lassen. So. Ich versuche dann irgendwie morgens diese ganze Scheiße irgendwie schnell E-Mails beantworten und sowas alles, damit ich dann einfach den ganzen Tag habe, um essen zu gehen und Musik zu machen. So. Das ist einfach eine Frage des Zeitmanagements. So. Hast du, ich meine, das ist dann ja schon knapp Stress und so und beeinflusst am Ende auch so ein bisschen die Kreativität. Hast du mal über so Verschieben, über mehr Zeit dir schaffen nachgedacht? Sind das manchmal Momente, wo du kommst, eventuell Dinge ganz hinzuschmeißen oder... Ja, du weißt, was ich meine. Ich meine, als Musterbeispiel ist gerade Casper, der auch ein Album angekündigt hat und dann auf einmal das Ganze um ein komplettes Jahr verschoben hat, aufgrund von kreativen Bedenken oder irgendwie sowas bei dem Album. Klar hat man manchmal das Gefühl, so alles hinschmeißen zu wollen, gerade in so Momenten, wo man merkt, ich habe jetzt seit 4 Tagen an dieser Hook geschrieben und es steht kein Wort. So, das sind Momente, wo man sagt, Alter, lass einfach schlafen gehen, 4 Wochen. Wieder aufwachen und dann ist eh alles zu spät, dann muss man verschieben und keine Ahnung, aber ich kenne mich selbst, ich weiß, wenn das Album jetzt durch ist, dann sind wir auf Tour, dann kommen die nächsten Projekte, da muss man sich hierum kümmern, darum kümmern, dann ist auch wieder Ende des Jahres, dann muss man gucken, ob alle Rechnungen beglichen sind und dann kommt diese ganze Scheiße. Deswegen, also selbst wenn ich mir jetzt ein halbes Jahr mehr Zeit geben würde, ich glaube, es würde am Ende kein besseres Album bei rumkommen. So, es ist halt einfach dieser Druck da. Ich habe diesen Druck bei den letzten Alben auch immer gehabt, nur war es da einfach nicht so extrem. Da war dann irgendwie, keine Ahnung, es war noch eine Woche Zeit und es haben 2 Songs gefehlt oder so, was ja absolut machbar ist. Diesmal ist es alles ein bisschen knapper, enger, mehr Druck. Dann kommt noch der Druck so der Öffentlichkeit dazu, so, weil man einfach immer wieder liest und sieht, so, was für eine Erwartungshaltung da einfach da ist. Was ich mir vielleicht auch selbst zuzuschreiben habe wegen den letzten beiden Alben, aber wie gesagt, die Leute erwarten bei mir einfach Qualität, so. Die erwarten Next Level, den Next Level Shindy, den werden sie auch bekommen und ich glaube, ich bin ganz ehrlich, selbst wenn du mir nur 4 Wochen für das gesamte Album gegeben hättest und ich dann wirklich das alles hier strikt durchgetaktet hätte, hätte ich auch in 4 Wochen das Album machen können, ohne dass es größere Qualitätseinbußen hat, aber so wie es jetzt ist, wie gesagt, ist es einfach nur eine Frage von, okay, ich muss mich da hinsetzen. Das ist ein bisschen unkünstlermäßig so, weil man hat dann einfach eine Liste von Sachen, die getan werden müssen. Sowas hasse ich halt. Man weiß dann, okay, hier fehlt noch eine Strophe, da fehlt noch eine Hook. Da muss man nochmal den Beat umarrangieren, da muss man nochmal in der Hook was dazu spielen und so. Das sind halt lauter so Kleinigkeiten, die einfach ganz weit weg davon sind, einfach rumzusitzen, sich eine Idee auszudenken und dann einen Song runterzuschreiben. So. Und das ist halt das, was mich ein bisschen abfuckt. Und dazu kommt dann auch dieser Zeitdruck, dann ist das halt alles ein bisschen anstrengend. Aber ich glaube nicht, also verschieben, das würde auch nicht, also ich kenne mich, es würde nichts bringen. Wahrscheinlich ja, so wie du es beschreibst. Wie wichtig oder wie hoch ist denn der Stellenwert von so jemandem wie Lars in so einem Prozess? Sehr wichtig. Sehr wichtig, weil ich habe
in der Vergangenheit zum Beispiel, als ich immer alles alleine geschrieben habe, fehlt einem oft einfach auch ein Gegenüber, der einem vielleicht mal einen Tipp gibt, wie man da oder da was besser aussprechen könnte, einen anderen Reim einsetzen könnte, mit dem man sich einfach ein bisschen austauscht, der einem vor allem bestätigt, ey, das ist schon eine gute Richtung, so bis hier, so, das geht in die richtige Richtung. Wir müssen einfach nur so weitermachen. Bei den letzten Alben war das oft so, dass ich hatte irgendwas geschrieben und ich war halt so nervös und aufgeregt, weil ich nicht wusste, ist es gut, ist es nicht gut. Also es war technisch natürlich immer gut, aber klingt es cool so, ist es, transportiert es das richtige Gefühl. Dann war das immer halt so ein ewig langes Warten von nachts, wenn man fertig ist, bis zum nächsten Tag ins Studio und dann so, okay Leute, hört mal, ich rap euch das jetzt mal vor und so. Das habe ich halt jetzt gar nicht mehr so. Ich habe Lars hier, der eigentlich fast 24, also er geht nach Hause zum Schlafen halt, aber sonst sind wir eigentlich den ganzen Tag zusammen unterwegs fast. Und das hebt das Ganze einfach auf ein ganz anderes Level, weil ich sofort weiß, ob etwas gut ist, ob etwas nicht gut ist. Ich habe ganz andere Einflüsse. Ich habe quasi eine Außenansicht von mir, weil ich habe das nie richtig geschafft, mich so quasi von mir wegzustellen, mich anzuschauen und mir zu überlegen, okay, was mögen die Leute an mir oder was erwartet man jetzt von Shindy so. Ich habe einfach immer das gemacht, was in meinem Kopf ist. Das habe ich natürlich jetzt so weitergemacht, nur ist es trotzdem ein interessanter Aspekt, einfach das Feedback zu bekommen. So, wenn ich zum Beispiel, ich schreibe das und das, Lars sagt dann, weißt du, was krass ist? Das erwartet kein Mensch von dir, dass du das und das jetzt sagst oder dass du so und so einen Song machst. Und das wiederum regt natürlich dann den weiteren Prozess einfach an. Man sagt, okay, ich find das geil, wenn ich etwas tue, was Leute nicht von mir erwartet hätten, dann lass uns das weiterführen. So, wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich die Zeile einfach so genommen und hätte einfach ganz normal weitergemacht. So hätte ich gedacht, ja, okay, ich habe das und das gesagt, weil es in meinem Kopf ist. So, das ist nichts Besonderes an sich. Und in dem Punkt ist natürlich sehr, sehr angenehm und hilfreich und fördernd für das Gesamtprojekt, wenn einfach ein Lars dabei sitzt und einfach dir seine Meinung sagt, dir einen Reim sagt, dir sagt, ey, versuch doch mal das und das so umzustellen, das so zu machen, lass uns die Reimkette weiterführen. Wie wäre es, wenn man in der Hook sowas macht oder du zeigst ihm irgendwas und er sagt, weißt du was, bis da und da finde ich es geil, aber dann würde ich eher so switchen und so. Das ist einfach, es ist im Endeffekt einfach sehr fördernd für die Qualität des Endproduktes. Und das ist auch, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, auch mit OZ und so. Das war einfach mein Anspruch, so das höchstmögliche Level zu bieten. Und so stelle ich das einfach sicher, so dass es auch passiert, weil, wie gesagt, ich alleine habe halt meine eigene Qualitätskontrolle. Jetzt schauen einfach auch vier, mal abgesehen davon, dass er, wie gesagt, auch Input liefert und so, schauen einfach vier Augen drüber und es kann nur besser werden. So. Das ist so seine Aufgabe oder sein, wie soll ich sagen, sein Einfluss und seine Wichtigkeit für das ganze Projekt. So ein Gesamtprodukt beginnt am Anfang mit dem, also für den Kunden, wenn er nicht gerade Videos geguckt hat, irgendwie mit dem Cover. Das ist ja dann auch schon immer bei dir so ein Thema gewesen. Kannst du mir die Geschichte zu diesem Cover zusammenfassen? Bist du das? Ja, das bin ich. Das bin ich. Ich weiß nicht mehr wie alt, ich glaube 3 oder 4 vielleicht 5, verkleidet als Peter Pan. Wir hatten halt diesen Albumtitel, Dreams, einfach den fand auch keiner gut von den Jungs so. Ich wollte den aber, also keiner fand ihn besonders schlecht, aber es war jetzt auch keiner, der gesagt hat, oh ja, Mann, geil, das ist der Titel, weil aber auch noch keiner einfach dieses Endprodukt so im Kopf hatte, wie ich es von Anfang an schon im Kopf hatte. Und ich wusste irgendwie intuitiv, dass es viel um Träume haben, Träume verwirklichen, so verwirklichte Träume auf dem Album gehen wird. Deswegen fand ich den Titel einfach passend. Und aus diesem Titel ist dann quasi die Cover-Idee so entsprungen. Ich hatte dieses Bild rumliegen, weil es immer, als wir das Buch gemacht haben, immer darum ging, so einen Mittelteil mit Kindheitsfotos und so zu machen. Und ich hatte dann, glaube ich, 6 Fotos oder so rausgesucht. Dann habe ich aber irgendwann gesehen, dass das jeder, der ein Buch gemacht hat, einfach diese Fotos drin hatte. Und dann wollte ich das einfach nicht mehr. Und ich habe aber dieses Foto da immer liegen gehabt und habe mir gedacht, einfach ein geiler Typ, Mann, einfach mit
grüner Leggings und Dings, grünen Polo-Dings, denkt, er ist Peter Pan. Denke ich eigentlich heute immer noch irgendwie in gewisser Weise. Deswegen war das dann so der erste Anhaltspunkt für das Cover. Und dann bin ich halt eben zurückgegangen und hab mir quasi überlegt, okay, welche Träume hatte ich damals so? Also es konnte natürlich nur mal materialistisch sein, weil du kannst jetzt kein Gefühl mit einem Schnipsel irgendwie festhalten. So. Und dann habe ich einfach diese Rolex, hat auch gepasst wegen Rolli und der Sportwagen und Cindy Crawford, weil ich die einfach als Kind immer extrem geil fand. Und diese Dings, diese Scarface-Villa und lauter so ein Zeug, das mich beeinflusst hat, so Dinge, die ich immer im Kopf hatte, habe ich dann einfach quasi wie so ein Grundschüler halt oder wie so ein Kindergartenkind ausgeschnitten und in so einer Collage zusammengefügt. Und so ist das Cover entstanden. Dann ging es um den Hintergrund. Ich wollte ursprünglich so einen Nachtsternenhimmel, der wie so aus einem Disney-Film aussieht, weil ich auch extremer Disney-Fan bin. Nur sah das immer komisch aus mit dem Peter Pan im Vordergrund, weil dieser Weltallhimmel und dieser Peter Pan, wie er da so läuft, sah, ich weiß nicht warum, aber es sah immer so Star Wars-mäßig aus. Und dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, dann lass uns einen Taghimmel nehmen. Dann haben wir extra so einen Himmel genommen, der so aussieht wie so eine Fotostudio-Tapete aus den 90ern, so, weil diese ganzen Träume, die da auf dem Cover quasi veranschaulicht werden, auch einfach aus also 90er-Träumen sind, gerade diese goldene Rolex oder der rote Ferrari und so. Und ja, so ist das Ganze dann nochmal digital dann, also wir haben die ganzen einzelnen Schnipsel abfotografiert, dann digital so zusammengefügt, den Hintergrund drunter gelegt und ich habe dann quasi, also diese Schrift habe ich dann einfach auf so einem Blatt Papier noch, wie so ein behindertes Kind einfach dahin geschrieben, orange, weil es als Kind immer meine Lieblingsfarbe war und fertig war das Cover. Das heißt ja aber, dass der Albumtitel stand und dann das Cover gekommen ist. Ne? Mhm. Ist so eine, es gab ja vorher einen anderen Albumtitel, oder? Also es ist Espresso ja so, Ghetto. Ja, und no Money. More Money, No Problems. Ja. Ja. Den fand ich, ich fand beide geil. Ja. More Money, No Problems war mir dann ein bisschen zu FBGM-mäßig. Und hätte auch, glaube ich, im Nachhinein nicht mehr so gut gepasst. Espresso Ghetto finde ich nach wie vor unfassbar, aber kommt dann fürs Mixtape dazwischen. Genau. genau das haben, das, ich weiß, warst du der Erste, der das gesagt hat, oder war ich das? Ich sagte, ey, das ist ein Mixtape-Titel. Es ist kein Titel für das große dritte Shindy-Album, mit dem man so in neue Sphären brechen möchte. Ist diese Biggie-Ästhetik in allen Titeln so ein bisschen Zufall oder bewusst gewählt? Wie meinst du Biggie-Ästhetik? Ja, the Fuck Bitches. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt die Songtitel von dem Album. Nee, die kenne ich ja noch gar nicht. Aber wenn die noch damit oben drauf passen, wird es ja umso lustiger. More Money, No Problems, Dreams, alles Biggie-Titel. Stimmt, Dreams auch Biggie, das habe ich ganz, ja, hab ich ganz vergessen. Okay, dann nicht beabsichtigt. Also natürlich ist man sehr beeinflusst von Biggie auch, von dem Sound und von dieser ganzen Bad Boy-Ära auch. Aber nie bewusst irgendwie jetzt welche Titel da rausgepickt oder so. Ja, wenn du schon den Sound und so dazu beschreibst, dieses R&B, R&B auf Deutsch, was ja eine Königsdisziplin ist, an der sich schon sehr viele versucht haben und auch sehr viele mal gescheitert sind. Und dann die Quellen. Alle sind gescheitert. Ja, und dann die Quellen dazu nimmst, so mit Mace und Naughty by Nature und sowas alles, dann schließt sich so ein bisschen so ein Kreis, so ein Ästhetik-Empfindungskreis. Deswegen sage ich, ich wusste das alles von Anfang an, deswegen habe ich auch auf diesen Dreams-Titel am Ende bestanden. Die anderen wussten es halt nur noch nicht, weil sie noch nicht in dem Kreativprozess, also weil mein Kreativprozess ja viel früher angefangen hat, auch bevor man sich das erste Mal zusammengesetzt hat und okay, spiel du mal vor, was hast du, okay, ich spiel mal vor, was ich habe, der spielt man das vor, der sagt eine Idee. Da fängt der Kreativprozess der anderen an, meiner fing schon viel früher an, so, weil ich muss ja irgendwie, auch wenn ich, man denkt, ich würde weniger arbeiten jetzt eben, weil ich Leute wie OZ jetzt noch dazu geholt habe oder Nico, der mal eine Hook macht oder Lars noch dazu, aber eigentlich arbeite ich viel mehr, wenn man, also prozentual weniger, klar, weil der Kuchen wird einfach unter mehreren Leuten aufgeteilt, aber die Stunden, sage ich jetzt mal, oder die Energie, die man investiert, ist viel höher als auf den Vorgängeralben. Aber zurück zum Thema, ich wusste schon von Anfang an, dass es der perfekte Titel ist,
mittlerweile glaub ich auch, dass alle sagen, also alle, die jetzt da irgendwie mitgearbeitet haben, sagen, ey, das passt schon so. Und wir haben auch immer diese 90er-Querverweise mit Peter Pan und Michael Schumacher und so diese Carrera-Bahn, Peter Pan und, achso, Peter Pan habe ich schon gesagt, jetzt habe ich es nur nochmal gesagt, weil sich so schön reimt. Carrera-Bahn, Peter Pan. Diese ganzen Querverweise immer drin sind, sodass das Ganze einfach in sich auch einfach stimmig ist. Die Liste an Fragen, die ich hier noch vor mir habe, ist noch ganz schön lang. Habe ich kein Problem mehr. Ja, sehr gut. Ich glaube, wir machen mal eine kleine Pause zwischendurch, um mal ganz kurz Luft zu holen. Damit beende ich erstmal den ersten Teil von dem legendären Shindy-Interview. Episch. Episch. Das ist episch. Wir können mal den Redeanteil von Shindy in diesem Interview mal hochrechnen im Vergleich zu vorherigen Interviews. Ich würde sagen, ich habe, was so meine Aufgabe war es, deinen Redeanteil in einem Interview auf ein nächstes Level zu heben. Deine Aufgabe hast du gemeistert. Jetzt müssen wir nur noch sehen, ob ich meine Aufgabe auch meistere. Um diesen Dingen weiter auf den Grund zu gehen, gibt es einen zweiten Teil. Backspin.